Ja, hallo zusammen, einen wunderschönen guten Buongiorno hier zu einer kleinen Feierabendrunde. Eigentlich habe ich heute gar kein richtiges Thema. Ich wollte einfach nur mal die Kamera wieder anmachen, während ich nach einem ereignisreichen Tag noch mal ein bisschen runterkommen möchte. Und einige von euch haben ja gesehen, ich war bei SW Motec und was ich da, und ich kann es jetzt mal kurz zeigen, ich hoffe man sieht das, was ich da besorgt habe, darüber werde ich gleich mal ein bisschen parlieren und wenn euch das interessiert, ja, dann bleibt dran, bis gleich, viel Spaß. Ja, hallo zurück hier auf meinem Bike zu meiner Feierabendrunde. Schön, dass ihr dran geblieben seid nach dem Intro. Wie gesagt, das soll heute auch ein Quick and Dirty Vlog werden. Und ganz kurz zur Info. Ja, ich hatte es ja schon eingangs kurz angedeutet und angeteased. Ups, schon angeteased. Ich hatte es ja eingangs schon angeteased, worum es gehen soll. Und es geht hier um dieses nette Ding, was ich mir jetzt besorgt habe. Das ist mein neuer Reise- oder Tourenbegleiter, weil ich hatte keinen Bock, immer das Topcase hinten drauf zu schnallen. Und um einfach mal so Kleinigkeiten hinten drauf zu haben, mitzunehmen, wie zum Beispiel Zigaretten, mal eine kleine Flasche Wasser oder eine kleine Dose zu trinken oder however, so what. Papiere natürlich auch, Portemonnaie und mein Handy, weil ich habe, ihr seht, ich habe jetzt bei meiner Feierabendrunde jetzt auch nicht das, das Smartphone hier vorne dran, weil ich es jetzt einfach als nicht notwendig angesehen habe. Und von daher denke ich mir mal, ist das eine gute Lösung. Das ist das SW Motec Pro Daypack, falls jemand das wissen möchte. Und dieses Pro Daypack, wie gesagt, 5 bis 8 Liter. Das hat hier unten drunter auch noch einen Reißverschluss. Ich zeige euch das aber gleich nochmal. Und dann zeige ich euch auch mal, was und wie ich das hier alles reingemacht habe. Und dass man mal so ein bisschen auch im Real Life mal das Größenverhältnis davon sieht. Aber ihr seht ja auch hier jetzt schon, dass ich hier durchaus auch, wenn ich hier das Navi dran habe, das Navi auch noch bedienen kann und auch vor allen Dingen sehen kann. Also der Koffer ragt nicht so weit hoch. Am Ende des Tages ist es für mich wichtig, wie gesagt, nicht immer das Topcase mitzunehmen. Das spare ich mir dann in Zukunft auf für vielleicht meine Tagestour, wenn ich dahin vielleicht mehr an Food, Beverage oder Gebimsel und Gebumsel, mein Regenkombi oder irgend so was mal mitnehmen möchte, dass ich die dann da hinten drauf schneiden kann, da hinten reintun kann. Ja, ansonsten zeige ich euch dann mal, wie das Ding ausschaut und bis gleich. So, oder wohl. So, dann zeige ich euch das mal eben. Wie gesagt, das ist das Daypack Pro und mit dem Tanklocksystem. Das Tanklocksystem verbirgt sich natürlich hier drunter. Und ich gehe jetzt mal kurz eben auf das Innenleben kurz ein. Kurz auf das Innenleben kurz ein, das ist auch cool. Mal eben auf das Innenleben ein. Und das Innenleben, ihr seht, das ist so das Typische. Hier ist das drin. Hier habe ich noch ein Handy drin. Hier habe ich einen Hausschlüssel drin. Hier habe ich einen Stift mal drin. Hier habe ich ein Feuerzeug drin. Hier habe ich mein Portemonnaie drin. Und hier oben in diesem Reißverschlusssystem habe ich dann mein Serviceheft und auch meine Fahrzeugpapiere drin. Also ihr seht, das ist schon, ich sag mal, von dem, was man eigentlich mal generell unterwegs mitnehmen muss an Papieren oder als Raucher, ist das alles mit dabei. Und am Ende des Tages zieht man einfach nur hier hinten an dem Verschluss und entriegelt den dann. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt auch mal eben schnell zeigen. Ohne dass mir jetzt die Kamera natürlich runterfällt.
Ja, ich ziehe jetzt einfach nur hier unten dran. Dann ist der verriegelt. Müsste ich natürlich jetzt zwei Hände haben. Habe ich aber nicht. So, ihr habt schon gehört, es hat jetzt Klick gemacht. Dann habe ich die ganze Chose hier in der Hand. So, und das ist der Tankring. Das ist speziell für Suzuki. Einer mit 5 Schrauben und der wird einfach nur draufgeschraubt. Besteht aus 2 Elementen und kommt dann da dran. Und das ist dann im Endeffekt die Magnetbefestigung, die sich hier, ich drehe das Ding mal um, die sich hier dann auch wiederfindet. Na, ihr seht das hier. Hier ist dieser Mechanismus, wenn man hier dran zieht, bewegt sich das hier, verriegelt oder öffnet sich. Diese Einheit hier ist mit 4 Schrauben befestigt und die lässt sich also auch hier verschieben. Und wenn man das dann festschraubt, kann man dann halt im Endeffekt sagen, okay, ich habe etwas weniger Platz zum Lenker oder ich habe massig Platz zum Lenker oder was auch immer und könnte das dann auch dementsprechend vor- oder zurückschieben. Also auch echt total einfach. Und verriegelt wird das Ding eigentlich auch ganz einfach. Nehmen, drauf. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal erst gemacht. Vorhin zu Hause. So, und er ist schon drauf. Ja, er ist drauf und hält. Also hier wackelt nichts hin und her. Und ich denke mal, er fügt sich auch in die Optik vom Motorrad auch gut ein. Es ist nicht zu groß und natürlich auch nicht zu klein. Und hier unten drunter verbirgt sich auch nochmal ein Reißverschluss. Ja, und dann könnte man das ganze Ding, ich mache das auch nochmal eben, deswegen, das ist jetzt der Inhalt von 5 Liter. Und wenn man dieses untere Teil hier dann auch noch aufzieht, dann vergrößert sich dann im Endeffekt dann das Volumen. Und das würde dann so aussehen, wenn man es jetzt wirklich rappelvoll hätte. So 5 Liter und so 8 Liter. Also ich denke mal auch keine so schlechte Konstruktion, finde ich. Und bin eigentlich froh, dass ich dann auch im Werksverkauf bei SW Motec bei meinem Besuch beim Open House, dass ich da zugeschlagen habe. Ganz ehrlich. Und ja, ich denke mal, das macht schon Sinn. Ich habe halt noch einen Schnappi gemacht. Das heißt, beziehungsweise ich habe halt auch ein bisschen gespart dran an der ganzen Aktion. Ja, an diesen Reißverschlüssen könnte man rein theoretisch auch hier noch ein kleines Schloss reinmachen, damit man das auch noch verschließen kann mit so einem kleinen Vorhängeschloss. Also auch das ist durchaus möglich. Ja, wie gesagt, ansonsten, er sieht schick aus. Es gibt dann noch eine Nummer kleiner, das ist der Pro Micro. Ich glaube, der hat 3 bis 5 Liter oder so, aber der wäre mir dann doch ein Stück weit zu klein gewesen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen, knappen Einblick über die Machart und den Aufbau von dem Tankrucksack hier übermitteln. Mit einer Hand dort auf und zu machen, während man in der anderen die Kamera hält, ist immer ein bisschen blöd. Und von daher, ja, seht mir das dann bitte nach, aber ich denke mal, das wird reichen. Wie gesagt, ich denke, dass ich da eine gute Investition getätigt habe. Es mag natürlich auch User geben, die sagen, naja, der ist mir viel zu klein. Ah ja, klar, es gibt ja von SW Motec oder halt auch von anderen. Ich bin ja nicht mit SW Motec verheiratet, im Gegenteil. Ich könnte jetzt auch noch die Namen Givi, sowohl auch mit diesem Tankring-Magnet-Tanklock-System als auch magnetisch oder Hepco und Becker und andere. Also da gibt es ja mannigfaltige Hersteller, genauso wie bei den Gepäcksystemen hinten an den Fahrzeugen. Also wie gesagt, für jeden Geldbeutel etwas dabei. Und ja, ansonsten, ich denke mal, für mich wird der seine Zwecke tun. Gerade für solche Ausfahrten von einer Stunde oder wenn ich mal eine Stunde irgendwo hinfahre. Und selbst bei 2 Stunden, wenn ich weiß, ich muss jetzt nicht unbedingt
Verpflegung mitnehmen oder so was und selbst mal eine kleine Flasche Wasser, ich denke mal, das sollte man gesehen haben, passt hier auch durchaus rein und vielleicht mal eine Brezel. Wie gesagt, ich kann es ja auch noch erweitern auf die 8 Liter statt der 5, die es im Originalzustand mit geschlossenem unteren Reißverschluss hat. Also von daher denke ich mal, passt das. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Heute mal, wie gesagt, quick and dirty. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kommentieren, liken und vor allen Dingen abonnieren und dann natürlich am Ende des Tages auch gerne die Glocke betätigen, weil dann werdet ihr immer über die neuesten Aktivitäten hier rund um meinen Kanal in Kenntnis gesetzt. Okay, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, wenn der jetzt meint, er kommt da nicht an dem LKW vorbei, sag einmal, gib den Führerschein ab! Ey, die war ja 122, die Olle. Sorry für die Aufregung. Mea culpa. Aber bei sowas kriege ich einen Anfall. Die fährt daran vorbei, als hätte sie einen LKW, nur weil sie Angst hat, sie könnte da diese Hütchen da touchieren. Oder was haben wir? Ey, also, ihr lieben Leute. Wie gesagt, Glöckchen betätigen. Ach, was soll's. Ihr wisst, was ihr zu machen habt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich würde mich da gerne jetzt verabschieden und freue mich natürlich, wie gesagt, auch euch bei einem meiner nächsten Videos hier auf meinem Kanal begrüßen zu können. Und bis dahin, ihr Lieben, tschüss, macht's gut und bleibt mir gewogen. Euer Abi.